Moin, wir haben uns hier eingefunden zum Thema OpenSSH, aber sicher. Ich bin der André und ich werde euch darüber jetzt was erzählen. Kurzer Abriss, es gibt eine kurze Vorstellung oder was ich mache, dann würde ich gerne wissen, ob ihr sowas nutzt. Und dann geht es ein bisschen um SSH an sich, warum nutzt man das, wie ist das Protokoll aufgebaut und dann geht es ein bisschen um die SSH-Schlüssel, so ein bisschen Port-Forwarding nicht, aber was kann ich mit den Schlüsseln machen, wie ist es sicher. Mal gucken, wer Zeit dann vielleicht noch ein bisschen Zwei-Faktor-Gerappel und dann, jo, war's das. So, Intro, ich mache IT-Consulting im Bereich Open-Source-Linux-Systeme, so ein bisschen Tech-Cloud von allen so ein bisschen und ein bisschen mehr, je nachdem, für was bezahlt wird. Ja. Und OpenSSH, da habe ich auch Vorträge schon drüber gehalten, also so mein Steckenpferd, dass ich mal so ein paar Tools beleuchte, die man alltäglich benutzt, aber nicht jeder so mehr als das Standard-Feature-Set kennt. Also es gibt immer ein paar interessante Features, die man den Alltag erleichtert, aber die man so nicht kennt, weil man nutzt das Tool ja und wer liest schon die Changelog von den Manpages oder Release Notes, was gibt es für neue Features drin und was kann das inzwischen. Kurzes Stimmungsbild von euch, nutzt ihr OpenSSH regelmäßig? Okay, nutzen einige. Mal ein paar erweiterte Feature außer bloß SSH User Add. Okay, so ein bisschen. Okay, schauen wir mal. Sollte für jeden was Neues dabei sein. So. Ich finde es immer gut, wenn man so ein bisschen so einen Wortschatz schafft, damit man weiß, worüber man redet und warum man das eigentlich einsetzen will. Die Grundsituation ist ja, ich stehe da irgendwo und will mich auf meinem Server verbinden und andere Leute gucken potenziell zu. Wenn ich das nicht verschlüssel, können die das quasi im Klartext mitlesen, was ich vielleicht je nach Art des Inhalts nicht will. Zumindest heutzutage nicht mehr. Und deshalb ist so die Idee, dass das Leben mit SSH ist. Dann gibt es immer noch Leute, die zugucken, aber die können es nicht mehr im Klartext mitlesen, sondern sehen da bloß irgendwelchen Garbage quasi, also was von Zufall theoretisch nicht zu unterscheiden sein sollte. Aber den Klartext sehen sie definitiv nicht mehr. Das ist die Grundvoraussetzung. Jetzt gucken wir mal, wie wir so ein bisschen dahin kommen. Also erst gucken wir mal, wie wir es nutzen. Klassisch nutzt man SSH, also ich habe ein Command-Line-Tool, ich sage SSH, User-Add, irgendeinen entfernten Host und wenn ich mich da einlogge, muss ich ja ein Passwort eingeben, was relativ ungünstig ist, weil ich eh schon viel zu viele Passwörter habe und wie soll ich mir die noch merken oder ich vergebe ein zu einfaches, was man relativ gut raten kann und was ratbare Passwörter in Diensten, die online zur Verfügung stehen, sind immer relativ ungünstig. Deshalb ist der zweite Schritt, was im SSH eingebaut ist, das gibt so SSH-Keys, das ist so Public-Key-Kryptographie, da kann ich halt einen Key generieren, dann muss ich diesen Public-Key nehmen, den öffentlichen Part, den irgendwie auf das Remote-System kopieren, ob ich das jetzt mit SSH-Copy-ID so ein kleines Tool mache oder ob ich das irgendwie per Hand, mehr oder weniger, also per Hand im übertragenen Sinne, auf das Remote-System packe, ist egal. Und dann kann ich mich quasi wieder auf das System verbinden unter Angabe des Keys. Aber da ich ja das kryptografische Material nicht öffentlich, also mehr oder weniger öffentlich lesbar auf meiner Festplatte liegen lassen will, sondern in einem kleinen Krypto-Container habe ich immer noch ein Passwort, aber aus so Krypto-Nerdsicht ist es schon wesentlich cooler und abgesicherter. Um jetzt dieses Passwort zu entgehen, kann man zum Beispiel ein SSH-Agent benutzen. Dann sage ich, okay, in meiner Shell starte ich ein SSH-Agent. Dann mit SSH-Add füge ich den Key da hinzu, dann gebe ich einmal initial mein Passwort ein. Und dann kann ich mit SSH-L gucken, dass der Key, also dass der Key, nein, doch schon der Schlüssel, dem Agent hinzugefügt wurde. Und dann steht da quasi als kleiner lokaler Dienst, der quasi per Unit-Sockets erreichbar ist, dem SSH-Client zur Verfügung. Wenn ich mich dann einlogge, kriege ich kein Passwort-Prompt und bin quasi mehr oder weniger passwortlos für die Session, solange der SSH-Agent lebt, angemeldet. Nachher gucken wir, wie wir es noch ein bisschen sicherer gestalten können, weil dem einen oder anderen fallen vielleicht schon ein paar Fallstricke ein, warum das nicht ganz so toll ist, je nach Szenario. Erstmal so zum Protokoll, was ist eigentlich das Secure Shell? Was ist das? Wie ist es definiert? Ist es bloß ein Open Source Gefrickel oder ist da irgendwas weiter dahinter? Und was ist das Protokoll? Schon seit ein paar Jahren in den IETF-RFCs definiert. Also ist ein öffentlicher Standard. Der ist definiert und ich kann auch mit verschiedenen Server und Client-Implementationen quasi interoperabel agieren. Wenn ich jetzt einen OpenSSH-Server auf meinem Linux-System habe, kann ich da auch mit einem PuTTY zum Beispiel als SSH-Client rangehen oder mit irgendeinem anderen beliebigen SSH-Client für das Telefon, gibt es ja auch beliebig viele. Und auch noch proprietäre Implementierungen dafür.
Es gibt quasi drei Protokolle. Die wurden damals in diesen 42, ja, 42.000er, nee, 4.200 da, also ab der 4250 quasi implementiert und aktualisiert. Also das Protokoll lädt weiter. Es gibt dann diese neueren RFCs, die legen so neuere Key, also neuere Schlüsselstandards fest und ein paar Updates dazu. Aber das Kernprotokoll sind immer noch die drei: das Transport Layer, das Authentication und das Connection Protokoll. Und es ist so, dass unten das Transport Layer ist, das ist quasi die Basis dafür für einen sicheren Network-Dienst. Und das bietet halt starke Verschlüsselung, Server-Authentication und auch die Integrität ist damit sichergestellt. Das Authentication-Protokoll ist dafür da für den sicheren Remote-Login, also es authentifiziert den User gegenüber dem Server. Und das Connection-Protokoll ist, nachdem der Handshake quasi unten ausgehandelt wurde, für die Anwendung. Also da habe ich dann quasi meine interaktive Shell-Session drin. Ich kann irgendwie so Remote Execution machen, also irgendwelche Programme ausführen. Ich kann auch TCP, IP, Forwardings und Tunnel aufbauen oder so X11-Connections forwarden. Also ich kann auch lokal dann quasi remote irgendwelche X11-Anwendungen ausführen. Ja. Und das Spannende daran ist, dass diese ganzen Channels in diesen einen kryptografischen Tunnel, in diesen Transport-Layer-Tunnel multiplexed werden. Also es ist ein Tunnel unten drunter und da sind verschiedene Slots quasi drin. Bildlich gesehen sieht es so aus, dass ich quasi ein Transportprotokoll habe, wo der Server authentifiziert wird gegenüber dem Client. Dann habe ich den User mit dem User-Out-Protokoll, wo sich der User gegenüber dem Server ausweist. Und darüber habe ich das Connection-Protokoll, wo ich dann die verschiedenen Channels habe. Der erste Channel ist meistens die Shell. Wenn ich mich eingeloggt habe, habe ich ja die Shell da. Und wenn ich will, kann ich zum Beispiel mein Key-Agent mitnehmen oder ich kann so TCP-Ports draufschalten. Und das ist quasi in diesen einen TLS-Tunnel drin und drüber ist dann in den Channels die Anwendung. So, soweit klar, grob. Gut. Dann Thema Schlüssel. Wir hatten ja gesehen, vorne immer ein Passwort eingeben ist ein bisschen ungünstig. Wer will so viel tippen? Und deshalb gibt es Schlüssel. Und wenn man mal ganz abstrakt so ein kryptografisches System anguckt, haben wir quasi drei bis fünf Operationen. Das allererste ist, dass ich quasi so einen Generator habe, also so einen Key-Generator, wo ich mir ein Schlüsselpaar erstelle. Und mit dem kann ich dann quasi verschlüsseln, entschlüsseln. Und wenn ich so Public-Key-Kryptografie mache, kann ich auch signieren und die Signatur verifizieren. So zur Correctness ist es dann quasi, wenn ich was, gut markieren kann ich jetzt nicht. Wenn ich das M ist so der Klartext, wenn ich den quasi verschlüssel und es wieder entschlüssel, dann sollte der Klartext wieder rauskommen. Sonst sehe ich es ja nicht mehr. Ne? Und bei der Signatur ist, wenn ich was signiere, kann ich die Signatur quasi verifizieren. Wenn ich Public Key Kryptographie habe, dann verschlüssel ich mit dem öffentlichen Key und nur der mit dem privaten Schlüssel kann entschlüsseln, weil es ja die Person, für die es bestimmt ist und nur die soll es quasi lesen und öffnen können. Und bei der Signatur ist es andersrum. Ich signiere das mit meinem privaten Geheimschlüssel, weil es ja quasi so ein Proof of, dass es mir gehört ist. Und mit dem öffentlichen kann es quasi jeder verifizieren, dass ich es signiert habe. Ja. Und wie ist es bei SSH? Na, das SSH-Keygen haben wir, um die Schlüssel zu generieren. Der Rest ist irgendwie eingebaut und ich glaube, das wollen wir uns auch gar nicht genauer angucken. Aber es funktioniert da ganz gut. So, wie sieht so ein Schlüssel aus, wenn ich jetzt mit SSH-Keygen hier so ein ED25519 Schlüssel generiere? Dann habe ich zwei Dateien. Einmal oben den Private Key und einmal unten den öffentlichen Schlüssel. Man sieht, der öffentliche Schlüssel ist bei der Elliptic-Curve-Kryptographie wesentlich kürzer als der private. Und ja, den privaten sollte ich geheim halten. Das ist jetzt auch hier so ein kleiner verschlüsselter Container, so ein ASCII-Armor drum. Und den muss ich dann erst wieder mit einem anderen Schlüssel aufschlüsseln, das ist symmetrische Kryptographie dann. Aber das soll uns egal sein, einfach bloß so sieht ein Schlüsselpaar aus, einen öffentlichen Schlüssel unten, die Zeile muss ich halt quasi verteilen. Dann gibt es verschiedene Schlüsseltypen. Die oberen dick gedruckten, das sind so die, die ich heutzutage empfehlen würde. Es gibt diese ED25519 Schlüssel und dann gibt es noch diese Elliptic Curve Schlüssel, die auf NIST-Kurven basieren und wenn es sein muss, kann man auch noch RSA-Schlüssel benutzen. Aber RSA-Schlüssel haben den Nachteil, dass die aufgrund der Länge, die sie brauchen, das sind dann 4 bis 8K-Keys, also 4 bis 8 Kilobyte hat dann der Schlüssel. Den muss ich auch erstmal transportieren über das Leitung.
Und die Elliptic-Curve-Schlüsse sind wesentlich kleiner. Und dann gibt es neuerdings auch, wie man hier sieht, die -3rd. Das heißt, ich kann Schlüssel auch signieren, dann kann ich mir so eine kleine Mini-CA aufspannen und die Schlüssel damit validieren. Da kommen wir später noch drauf. Und diese SK-Schlüssel, die gibt es für den ED oben und für den 200, also mit der 250er NIST-Kurve. Das sind für diese YubiKey-mäßigen oder Nitro-Keys und was es da alles gibt, für diese Secure-Keys. Das heißt, ich habe dann Teil des kryptografischen Materials auf diesen Hardware-Tokens und kann dann diesen Schlüssel nur mit dem Hardware-Token verwenden. Und das kann ich auch natürlich wieder signieren. Warum es bloß diese kleine Kurve oder die kurze Kurve gibt, hat damit zu tun, dass bloß das im Standard definiert ist und die größeren nicht. Ja. So, ganz abstrakt. Dann hatten wir den SSH-Agent schon. Und das Problem ist, wenn ich jetzt im Schaubild zu diesem Protokolltypen habe ich gesehen, ich kann den Agent auch mitnehmen in so einem Channel. Das heißt, wenn ich mich jetzt, wenn ich mich connecte, dann kann ich mit minus groß A angeben, dass ich quasi Agent Forward machen will. Und wenn ich dann auf dem Jump-System, also auf dem Zwischensystem dann bin, kann ich mich weiter verbinden. Und das Zwischensystem kann zu meinem lokalen System eine Verbindung aufmachen und diesen Schlüssel, den ich lokal im Agent drin habe, weiterverwenden, um zu Zielsystem zu kommen. Und das funktioniert quasi mit Unix-Sockets. Das heißt, jeder User, der den Unix-Socket lesen und schreiben kann, kann darauf zugreifen. Das heißt, wenn ich mir mein Zwischensystem mit mehreren Nutzern teile, können die das alle nutzen, im Zweifel, wenn die Berechtigung stimmt. So. Und das ist ein bisschen doof, je nachdem, wie sensibel das alles ist. Oder wer will schon, dass der Kollege sich in seinen Namen irgendwo einloggt und da Unfug baut oder absichtlich oder unbeabsichtigt. Deshalb gibt es das minus C-Flag, wenn ich den Key hinzufüge. Also ich füge den ja mit SSH-R zu. Und minus C, dann habe ich so ein kleines Confirm-Fenster. Also immer, wenn der Key verwendet werden will, kriege ich so ein kleines Fenster, wo ich dann OK klicken muss, dass dieser Key verwendet werden kann. Das heißt, es kann immer noch jeder quasi das Socket benutzen, aber ich sehe, dass der Key verwendet werden soll. Und wenn ich das gerade nicht vorhabe, dann drücke ich halt nicht auf OK. Was ich auch machen kann, was ganz nett ist, ich kann quasi eine Validity angeben. Das heißt, wenn ich so einen Key, also einen Schlüssel zum Agent hinzufüge, kann ich mit minus T in Sekunden die Zeit angeben, wie lange der Key quasi im Agent vorgehalten wird. 42 Sekunden sind ein bisschen kurz, gebe ich zu. Aber man kann ja zum Beispiel sagen, man macht irgendwie 1, 2, 3 Stunden, maximal 8 am Tagesende soll das Ding spätestens rausfliegen. So kann man es lösen. Wenn ich jetzt zur Mittagspause gehe und dann sagen wir, okay, ich weiß jetzt nicht, wo ich genau verbunden bin, ich will nach der Mittagspause weiterarbeiten, dann kann ich mit minus X diesen Agent sperren. Dann gebe ich minus X ein, sehen wir gleich noch, wie es funktioniert. Und mit groß X kann ich das entsperren. Dann muss ich ein Passwort vergeben und kann ihn wieder eingeben und dann heißt der Schlüssel, der Keyring, also der Agent, wieder entsperrt. Und in der Zwischenzeit werden Anfragen halt zum Agent nicht beantwortet. Also das zugefügte Schlüsselmaterial wird nicht verwendet. Mit minus groß D kann ich alle Schlüssel aus dem Keyring entfernen. Dann sind die quasi alle raus. Minus D kann ich einzelne Schlüssel entfernen. Wie sieht es aus? Wenn ich das zum Beispiel sperren will, dann habe ich hier in Zeile 1, sage ich halt SSH-add-klein-x. Dann sagt er mir, ich soll ein Passwort eingeben, dann soll ich es nochmal eingeben, damit ich mich auch nicht vertippt habe. Und dann ist der Agent gelockt. Wenn ich dann nach der Mittagspause wiederkomme, dann sage ich minus groß x, muss das gerade temporär vergebene Passwort eingeben und der Agent ist wieder entsperrt. Und bei einigen modernen Distributionen ist das auch im Bildschirmschoner quasi mit integriert. Das habe ich auch schon gesehen, dass wenn ich den entsperrt habe, muss ich erstmal wieder auch den Keyring quasi entsperren. Nettes Feature dahingehend. Und die Validity sieht so aus, dass ich quasi, wenn ich einen Schlüssel hinzugebe, dann sagt er mir, okay, bup, die Lifetime von dem Schlüssel in dem Ding ist quasi auf 23 Sekunden gesetzt. Und danach fliegt er automatisch wieder raus. Eine Frage? Ein Tippfehler. Ja, stimmt. Ja, okay. Ich habe mir einen Shortcut gelegt, weil ich immer so voll bin. Dann kann ich auch SH-Z sagen. Bestimmt. Ja. Also einmal war das ein Tippfehler, ist aber ja, kann sein. So, jetzt haben wir die Client-Seite mal quasi soweit abgefrühstückt, wie wir quasi halbwegs komfortabel mit Schlüssel arbeiten können. Wie sieht es jetzt aus, wenn ich mich zu so einem Server verbinde?
Wenn ich jetzt quasi ein neues System habe, entweder ist das System neu oder ich bin neu in dem System an System quasi, also neu in die Firma hinzugekommen, dann sollte ich mich zu einem Server verbinden und dann habe ich ja quasi dieses Jahr hier neuer Public Key, den kennt er noch gar nicht, weil meine lokale Liste an öffentlichen Schlüsseln von Serversystemen quasi leer ist, dann habe ich dieses Tofu, Trust on First Use. Das heißt, ich kriege dann quasi diesen Schlüssel angezeigt und kann sagen, ja, das ist der. Dann kann ich das per Hand vergleichen. Entweder ich eine Liste, die ich ausgedruckt bekommen habe, oder man vertraut darauf, dass der Kollege das gesehen hat und es funktioniert schon so. Wenn ich sagen will, okay, diesen Stress will ich irgendwie weg haben und es ist total unsicher, und wenn die Server nicht lokal stehen, sondern irgendwo in der Wolke, wer verifiziert das per Hand? Macht ja keiner so. Dann kann ich habe ich eine Handvoll Möglichkeiten. Einmal kann ich diese Schlüssel alle einsammeln und zum Beispiel in einer KnownHouse-2-Datei quasi verteilen auf den Client-System. Muss ich dann halt beim System-Setup irgendwie von den Client-Rechnern beachten. Und dann habe ich das Problem, dass ich die Dinge irgendwann mal aktualisieren muss. Wenn ich jetzt irgendwie 10 neue Server ausrolle, dann muss ich ja bei den Bestandskollegen mit den Bestandsrechnern quasi auch dann diese Datei aktualisieren. Was ich noch machen kann, ich kann es quasi in so DNS-Records schieben. Dann habe ich halt für jedes System so ein SSHFP-Rekord, wo ich den Public Key hinterlege. Und wenn mein SSH-Client sich verbinden will, dann checkt er halt diesen DNS-Rekord, sieht, oh cool, da ist ein Fingerprint drin, checkt diesen Fingerprint gegenüber das, was er vom Server kriegt bei der SSH Connect und verifiziert es. Da ist halt der Nachteil, dafür brauche ich halt irgendwie so ein DNS-Sec. Also ich brauche nicht unbedingt einen DNS-Sec, aber ich brauche irgendwie, weil die kryptografisch abgesichert ist, DNS, und es geht quasi nur mit DNS-Sec. Und wenn ich das nicht habe, dann ist das auch... Naja, gut, dann muss ich nicht bloß den SSH-Transport angreifen oder den Connect, sondern auch noch quasi den S-Connect davor. Ist die Hürde jetzt auch nicht so groß, wenn ich eh schon im Netz drin bin. Was ich noch machen kann, ich kann die erwähnte SSHCA nehmen, dann signiere ich halt Keys und muss quasi bloß, wie man hier unten sieht, den Public Key von der Zertifikat Authority quasi verteilen. Und alle anderen Dinger werden wie im Web-PKI quasi validiert. So, wie sieht so ein SSHFP-Rekord aus? Also wir haben dann quasi so ein DNS-Rekord, wir haben davon einen Namen, TTL und Class ist quasi optional, dann sagen wir, das ist vom Typ SSHFP. Und gucken wir uns das noch komplett mal an, so sieht es aus. Unten ist quasi der Host-Sim, das habe ich jetzt für Localhost eingetragen, ist ein bisschen akademisch, gebe ich zu. Das ist quasi fürs Internet. Ist ein SSHFP-Rekord. Der Algorithmus ist 3, das ist dann quasi ein ECDSA, wie wir in der Liste sehen, in Zeile 5. Der Typ ist 2, also ist SHA-256 und das ist der Hash. Und das ist so ein Hash vom Fingerprint quasi. So sieht es aus. Kann ich persönlich nichts mit anfangen, aber der SSH-Client. Ja. So viel zum Thema Host Keys. Dazu irgendwie Fragen? Anmerkung. Nichts weiter. Gut. Das ist ein Record-Type, genau. Also die Frage war, was ist das SSHFP? Das ist ein Record-Type, der ist so definiert. Und ja. Okay. Genau. So, User Keys, dann haben wir ja quasi vorhin in den Protokollen gesehen, wir haben das Transport-Protokoll, das User Authentication-Protokoll. Und das heißt, wir müssen uns als User beim Connect irgendwie gegenüber dem Dienst auch authentifizieren. Also wir müssen irgendwie unsere Identität glaubhaft machen. Und das kann man einmal mit Passphrase machen, dann wird es im Linux-System irgendwie per PAM irgendwie validiert oder auch nicht. Und Passwörter oder Passphrasen sind halt irgendwie erratbar. Das heißt, durch Brute-Force-Angriffen oder ähnliches kann ich auch abschnüffeln per Keylogger oder ähnliches oder bei einem Honeypot irgendwie mir eintippen lassen und den dann benutzen. Also ich kann den irgendwie abgreifen und dann wiederverwenden, ohne dass ich jetzt was anderes brauche. Ich brauche bloß diese Passphrase dann. Und wenn ich jetzt Keys verbinde, also wieder kryptografisches Material in beide Richtungen, also nicht bloß, dass der Server kryptografisches Material hat, sondern ich als User auch, dann habe ich den Vorteil, dass das nicht erratbar ist wie eine Passphrase, sondern es gibt halt auch definierte Sicherheitsparameter. Dass, also so ein Passwort, wenn ich eine Passwortrichtlinie habe, dann gebe ich halt hier QWERTZ 1234 und ein Raute und ein Ausrufezeichen. Ich habe dann sämtliche Passwortpolicies mit erschlagen.
Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Passwort nicht so ultimativ sicher ist, auch von der Ratbarkeit her. Wenn wir halt Kryptographie benutzen, dann haben wir da definierte Sicherheitsparameter. Anderer Vorteil ist, die Connection ist beidseitig authentifiziert. Das heißt, auch der Server ist sich sicher, das ist jetzt der User, das ist kryptografisch abgesichert. Und ich kann so ein Key nicht durch Phishing oder irgendwelchen anderen Unfug irgendwie abgreifen. Das heißt, ich muss dann das File physisch von der Platte kopieren irgendwie. Nachteil ist, es muss auch irgendwie verteilt und verwaltet werden, wie die Host Keys. Also ich muss dann auch die User Keys einsammeln und auf dem Zielsystem verteilen. Und ich brauche diesen Schlüssel irgendwie. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so einen Rechnerpool benutze, dann muss ich diesen Schlüssel irgendwie mitnehmen. Da muss er halt in den geteilten Home-Laufwerk drin liegen oder was auch immer. Aber ich kann jetzt nicht zu einem beliebig neuen Rechner gehen, mich und da versuchen zu verbinden, wenn ich das Schlüsselmaterial nicht irgendwie mitgenommen habe. Ist keine große Hürde, da muss man halt bedenken. Wie verwalte ich so User-Schlüssel? Ganz klassisch ist so ein Ansatz, ich nutze Config-Management. Wir hatten von den Ansible-Vortrag, mit Ansible kann man das ganz schön machen, auch mit beliebigen anderen Systemen. Dann sammle ich die Keys halt alle ein und verteile die auf den System. Dann habe ich auch den Key-Rollover gut gestaltet, wenn halt ein Nutzer einen neuen Key braucht, neues Notebook hat, kriegt, was auch immer. Dann pflege ich den halt in meine lokale Datenbank ein oder was auch immer ich da als Keystore habe und roll die alle aus. Was ich zur Absicherung machen kann, ich kann die auch global ablegen. Also klassischerweise hat ja jeder User im Home so ein .ssh-Verzeichnis und da ist dann die Authorized Keys und die Known Host drin. Die Known Host trägt halt die Server Keys und die Authorized Keys hat meine SSH-Schlüssel vom User drin. Und ich kann das auch global definieren. Dann packe ich den ETC und habe es abgesichert. Das heißt, das können auch User nicht irgendwie eigene Keys zusätzlich mitnehmen, die ich nicht in der Verwaltung drin habe. Was auch noch geht, mit diesen YubiKeys zum Beispiel kann ich so Residential Keys benutzen. Ich kann mit Hilfe unserem Security-Token auch SSH-Keys erstellen und die können je nach Modus auch auf dem Key liegen. Das heißt, ich kann mit diesem Hardware-Token dann meine Schlüssel mitnehmen. Also, wenn ich den Rechner wechsle, nehme ich die Schlüssel auf dem Security-Token mit. Ich kann die Schlüssel auch irgendwie ins LDAP packen und entweder rolle ich die täglich aus oder bei jedem Connect wird ein Lookup gemacht oder ich nutze auch das CA-System für User Keys. Schauen wir uns das CA-System an, weil das finde ich ganz spannend. Also, so ein CA-System ganz abstrakt betrachtet hat quasi eine Baumstruktur. Ich habe irgendwie eine Wurzel und dann Äste und Blätter, also das spannt sich ja auch bei der Web-PKI immer so mit Naru-CA und diesen Zwischenauthorities bis halt zur Wurzel oder zu dem Dienst, den ich ansprechen will, auf. Bei SSH ist es relativ knapp. Da habe ich quasi mein Root und das Heal-System unten drunter. Da habe ich so den Zwischen, ja, Intermediate-Certificates nicht. Und ich verifiziere das halt. Ich gehe zur Root, also ich habe, wenn ich mein Zielsystem, das Zertifikat vom Zielsystem bekomme, kann ich mit dem Root-Schlüssel das Ding validieren. Und ich brauche den Schlüssel nicht abgleichen lokal. Wie sieht das aus? Wenn ich so eine CA aufbauen will, dann brauche ich erstmal einen CA-Schlüssel. Also ich erstelle mir einen neuen SSH-Key. Und mit dem SSH-Key, den habe ich den CA-Key genannt, wenn ich den angebe, kann ich dann mit dem Parameter -H zum Beispiel die Server-Keys signieren. Server-Keys sind insofern speziell, dass die halt für den Server sind und kein Passwort haben, weil sonst müsste ich bei jedem Connect ein Passwort eintippen und da sitzt ja keiner am Server und macht das. Also die Host-Keys. Wenn ich jetzt User-Keys nehme, dann mache ich das gleiche, lasse bloß das -H weg. Und dann sage ich halt, okay, mit SSH-Keygen -S, welche CA will ich benutzen? Mit -L gebe ich so einen Identifier an und dann sage ich, welchen Public Key will ich quasi signieren. Und was ich dann zusätzlich machen kann, das ist so, wo so die Stärken jetzt rausspielen, wie ich finde. Ich kann so sogenannte Principles angeben, also mit welchen Username kann ich mich verbinden. Dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Public Key, jetzt vielleicht nicht User gebunden, sondern für so Diensten, wo dann der Backup-User mit rankommt. Und dann gebe ich halt an, dass ich das halt bloß für den Backup-User nutzen will. Weil das Problem an Backup-Usern ist, die haben relativ weitreichende Rechte, weil die das ganze System lesen müssen, um das Backup-Skript auszuführen. Aber wenn ich sage, ich kann damit bloß als Backup-User ankommen, kann ich keinen Schaden anrichten, wenn der Schlüssel abhanden kommt, weil ich
bin ja reglementiert, ich komme ja bloß als dieser eine User rein. Und dazu kommt noch, dass ich auch eine Validity eingeben kann, weil wenn ich jetzt so einen SSH-Schlüssel auf dem System verteile und der Benutzer, dem der gehört, schaltet irgendwie aus, dann muss ich sicherstellen, dass ich diesen Schlüssel auf mein Zielsystem alle entferne. Nicht, dass er den Schlüssel mit aus der Firma rausträgt und später Unfug damit macht. Wenn ich aber eine Validity angebe, wenn jetzt zum Beispiel für einen Praktikanten 3 Wochen ein Tag ist, dann habe ich nicht so diesen Zugzwang, direkt nachdem der raus ist, die Schlüssel zu entfernen, sondern der läuft eh ab von der Validität her. Also sicherlich soll ich den Schlüssel auch irgendwann entfernen, weil ich will ja nicht irgendwie Terabytes an Schlüssel auf allen Systemen rumliegen haben, aber der Zugzwang ist erstmal weg, weil das Ding eh invalide wird. Und was es auch noch gibt, also das ganzen Features, die gibt es ungefähr seit OpenSSH 6.4, 6.5 irgendwie, also schon so gefühlt 10 Jahre. Und ein bisschen später sind so Key Revocations List mit eingepflegt worden. Und wenn ich jetzt Zertifikate habe, dann habe ich immer das Problem, ich will Zertifikate vielleicht auch zurückrufen. Weil ich habe nicht immer eine Validität angegeben oder das Schlüsselmaterial wird irgendwie kompromittiert in der Laufzeit, also während es noch gültig ist von der Ablaufzeit her. Und dann will ich quasi vielleicht Revocations List pflegen, wo ich sage, okay, diesen Schlüssel widerrufe ich jetzt. Das kann ich auch mit Public Keys machen, also ohne Zertifikat. Da sage ich, okay, der Mitarbeiter ist ausgeschieden, ich pflege die Revocation List, die kann ich einfacher verteilen, weil ich vielleicht irgendwo einen Cronjob habe, der sich die Liste einmal pro Tag zieht per HTTPS irgendwie, macht da so einen Curl auf irgendeinem HTTP-Endpoint und zieht sich die Liste. Und die lasse ich einfacher verteilen, als vielleicht die Schlüssel irgendwie zu entfernen. Weil ich auch vielleicht gar nicht weiß, wo sind die Schlüssel überall drin, wenn die User schreibbar sind. Ja. Aber das große Problem an Revocations List ist zum einen, ich muss wissen, dass ich was widerrufen muss. Das ist so die erste Krux. Und die zweite ist, ich muss das pflegen und ausrollen. Das sind so die Herausforderungen dabei, operativ. Wie sieht so ein Schlüssel aus? Oben erstellen wir so einen Schlüssel in Zeile 1. Mit dem Parameter -o gebe ich einen Force-Command an. Wie wir vielleicht wissen, wenn ich so ein Authorized Keys-File habe, kann ich einen Command ergänzen. Und wenn ein Nutzer mit dem Schlüssel ankommt, dann wird dieses Kommando erzwungen. Das heißt, dann kriege ich keine Shell gedroppt, sondern ich kriege quasi eine Shell, wo ich diesen Kommando drin ausführen kann. Aber ich kann nicht beliebige Aktionen ausführen. Und dieses Kommando aus der Authorized Key kann ich ja quasi auch rein zertifizieren. Also kann ich mit in dieses Zertifikat reinkompilieren, signieren, wie man es nennen will. Dann sage ich halt, okay, mit -o habe ich dann diesen Force-Command, dann wird jetzt dieses Date-Command mit den Parametern ausgeführt, mit dem CA-Key, einen Identifier, dann habe ich so eine Serial mit -z angegeben, für den Nutzer Fred und das ist der edkey.pub. Dann sagt mir das Keygain, okay, der Nutzer ist signiert mit der ID und dem Serial für den User und für immer valid, weil ich habe ja jetzt -v vergessen. Und mit SSH-Keygain-LF kann ich so ein Zertifikat inspizieren. Dann sehe ich hier, okay, welcher SSH-Schlüsseltyp das ist, welche Signing-CA ich verwendet habe, die Key, das Serial, die Validität, die Principles. Principles sind die Usernames, mit denen ich mich anmelden kann. Dann gibt es diese Critical Options, dann habe ich so ein Force-Command drin und die Option, die ich erlaube. Ich erlaube zum Beispiel auch irgendwie XL-Forwarding, Agent und Port-Forwarding. Und so User erzählen, das heißt, ich kann auch so eigene Parameter mitnehmen, die kann ich auch alle verbieten. Das heißt, ich kann auch sagen, okay, mit diesem Schlüssel kann ich kein XL-Forwarding machen. Weil warum soll jetzt der Ansible oder der Backup-User irgendwie irgendwelches Forwarding machen? Vielleicht Port-Forwarding? Eigentlich auch nicht. Agent vielleicht noch, aber beim Rest ist so die Sache XL definitiv nicht. Was will der Automatisierungs-User irgendwelche grafischen Anwendungen ausführen? Ne? Und das ist so die Stärke, die ich darin sehe. Kurz zur Revocation List. In SSHD-Config kann ich angeben, dass ich quasi eine Revoke-Keys-Liste habe. Dann sage ich halt, okay, das ist meine NOP-KRL und dann kann ich dann, wenn ich Keys revozieren will, den Hash-Funk-Key oder den Key an sich line-wise, also Zeile für Zeile angeben. Und wenn ich Zertifikate revozieren will, kann ich quasi ein Serial oder die Key-ID angeben. Ich kann das quasi einmal per Text pflegen, aber auch mit dem SSH-Keygain-Tool kann ich die Liste auch pflegen. Das ist so ein komisches Binärformat. Also mixen kann ich das nicht. So, schauen wir mal. Okay.
Noch Ausblick zum Security-Token. Das hatte ich schon mal angerissen. Wenn ich so einen Security-Token habe, dann hat sich mir die erste Frage gestellt, was kann ich mit dem Ding jetzt machen? Das ist irgendwie so ein kleiner schwarzer Plastik-USB-Stick, aber was kann das Ding? Okay, der hat hier oben irgendwie zwei OTP-Credentials. Soll uns egal sein. Wenn ich klassisches FIDO U2F machen kann, habe ich beliebig viele Anzahl an Diensten. Das ist die Art, wie FIDO funktioniert, soll es aber nicht Inhalt des Vortrages sein. Dann gibt es noch FIDO 2, das ist dann so ein bisschen ausgewiefter, aber damit habe ich bloß noch 25 Discoverable Credentials. Das sind auch diese Residential Keys, die wir davon gesehen haben. Irgendwie diese OAuth-Token sind auch egal, das ist das PIF-Feature, ist interessant, das ist so ein Smartcard-Feature, das ist auch irgendwie NIST-spezifiziert. Und da habe ich 24 Slots, aber die sind irgendwie schon so ein bisschen vordefiniert und ich kann auch irgendwie PGP-Keys reindübeln. Und das Spannende sind quasi diese FIDO 2 und das PIF-Feature. Wie sieht sowas aus, wenn ich es nutzen will? Dann gibt es dieses YK-Man-Tool, wo ich sagen kann, okay, da gibt es verschiedene Applikationen. Diese Dinger hier sind quasi alles einzelne Applikationen. Also die nennen das irgendwie Applications auf dem Stick. Und dann kann ich quasi die FIDO-Applikation quasi konfigurieren. Dann sage ich, okay, ich vergebe jetzt irgendwie mal so einen PIN dafür, sonst kann ich das nicht nutzen. Ah, ich habe sogar mich vertippt, wunderbar. Also das ist auch validiert, dass ich das richtig eingebe. Dann habe ich da eine PIN vergeben und dann kann ich mir quasi diese Security Key gestützten Schlüssel erstellen. Das ist auch in SSH Keygen drin. Wenn ich jetzt sage, ich will so ein -SK Key erstellen, dann sagt er, okay, das generiert er mir und dann muss ich meinen Key drücken. Da ist ja diese Taste drin, dann muss ich die drücken, dann blinkt die auch lustig. Dann erstellt er mir den Key, dann kann ich halt für normal meinen Private Key das Passwort vergeben, dann hat er mir den Key erstellt. Wenn ich jetzt sage, okay, mit Option -O Resident, dann erstellt diesen, also bei dem normalen liegt das Schlüsselmaterial immer noch auf der Festplatte rum, aber ich brauche den YubiKey dafür, um den Private Key benutzen zu können. Und wenn ich sage mit -O Resident, dann liegt das Schlüsselmaterial auf dem YubiKey. Ich kann es immer noch extrahieren, aber primär liegt es da drauf. Und dann kann ich auch den Key zu einem anderen Rechner mitnehmen und sage mit -SSH-Add -K kann ich das zum SSH-Edge hinzufügen. Und hier sieht es ähnlich aus. Ich muss dann das Ding drücken, muss meine PIN irgendwie eingeben, die ich vergeben habe, kann dann noch ein Passwort vergeben für das Private Key File. Ja. Und dann kann ich das quasi ganz normal wie so ein Private Key benutzen. Bloß, dass ich immer noch den Token drin stecken haben muss, und wenn er mir sagt, ich soll was drücken, muss ich es andrücken, wenn es blinkt. Ja, eine Frage da hinten? Haben wir inzwischen eine Möglichkeit, den Security Token mit Zertifikaten zu verheiraten? Da kommst du. Nee, das ist schon mit drin. Also bei dem Resident Key ist das Problem, dass das Short File nicht mitwandert. Ne? Das ist das große Problem. Aber diese SK Key Files kann ich quasi auch signieren. Also ich weiß nicht, ob ich die Frage wiederholt habe, aber die war, ob ich quasi mit diesen SK Keys auch die CA nutzen kann. Also das Ding signieren und das ist das Problem, wo ist das Zertifikatsfile? Ja. Oh. Bild weg. Und wieder da. Genau. Dann gibt es noch irgendwie so ein Passwortless MFA-Mode, den sie da haben. Da ist die Option Verify Required. Was denn der Unterschied zum ersten ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Funktioniert so ähnlich. So, Multifaktor. Dann gibt es noch ein anderes spannendes Feature, was ich im OpenSSH-Server definieren kann. Kommen wir gleich zu. Das Problem ist immer noch, dass Passwörter abratbar sind. Und Länge schlägt quasi theoretische, also ausgedachte Komplexität. Das heißt, ein längeres Passwort hat quasi mehr Entropie drin als so ein kurzes. Ist also schwerer zu erraten, weil ich viel mehr Versuche brauche. Passwörter kann ich irgendwie loggen, sniffen, fischen. Und viel cooler wäre es, wenn ich das quasi kombiniere, dass wenn ich was ich habe, was ich in der Hand halte und was ich weiß. Weil das Wissen kann abgegraben werden, online, remote irgendwie, aber da kann ja den Schlüssel in der Hosentasche quasi nicht klauen übers Netz.
Aber die können mir meinen Schlüssel klauen, aber nicht mein Wissen. Oder die verkloppen mich. Aber dann weiß ich, dass es abhandengekommen ist. Dann kann ich dann zu meinem verantwortlichen Admin gehen und sagen, okay, reduziere das Schlüsselmaterial mal bitte, weil die haben mich gerade verkloppt und wissen das Ding jetzt. Ne? Ja. So. Und was immer noch ganz cool ist, wenn man so eine kryptografische Challenge hat und nicht bloß irgendwas, was irgendwie auf der Platte rumliegt. Und was jetzt SSH anbietet, ist zum Beispiel, also multiple Authentication-Methoden. Wenn ich jetzt sage, okay, in der SSHD-Config-Zeile Authentication-Methods, dann kann ich, das sind ja zwei Listen. Die Listen sind Leerzeichen getrennt und die Parameter einer Liste sind Komma getrennt. Ich brauche zuerst einen Public Key und dann ein Passwort oder ich brauche erst einen Public Key und eigentlich so einen Keyboard Interactive Mode. Da kommen wir gleich zu. Beim ersten Fall hieß es, ich muss, wenn ich mich verbinde, erstmal mit meinem SSH, also mit meinem Public Key ankommen. Und dann sagt er mir jetzt bitte noch mein User-Passwort eingeben. Dann habe ich quasi mein Key-File, was ja auch irgendwie mit Trojaner, was auch immer, geklaut werden kann. Oder das Notebook hat jemand im Hotel ein Abbild gezogen. Aber man hat das Passwort nicht. Und bei dem Keyboard Interactive, das müsste gleich kommen. Ah genau, hier ist bloß noch die Dings, dass die Listen, eine von den Listen komplett erfüllt sein muss. Also nur SSH-Key reicht in den beiden Fällen nicht mehr aus. Oh, okay, da fehlt eine Folie, ist ja egal. Und bei dem Keyboard Interactive kann ich zum Beispiel sagen, ich gehe da mit einem Google Authenticator ran oder auch mit dem Privacy ID, was wir gestern gehört haben. Dann habe ich quasi noch ein anderes Tool, wo ich irgendwas Challenge-basiertes haben kann. Nicht direkt ein Passwort, was quasi hinterlegt ist, aber ich kann was eintippen und das kann irgendwie verifiziert werden. Und dann kann ich auch mit so einem Token-Device irgendwie rangehen. Jo. Das war's soweit. Ging auch gut in der Zeit. Dann können wir noch mal kurz zurückgucken auf eine andere Folie vorne. So. Die Schlüsseltypen hatten wir hier. Und wir sehen ja hier, dass wir diesen, hier zum Beispiel vorletzte Zeile, diesen SK-Key quasi auch im Zertifikat-Mode drin haben. Also theoretisch können wir signieren, haben wir das Problem, dass wir das Zertifikat mitschleppen müssen, um es abschließend zu beantworten. Das geht auch mit dem ED-Key oben. Da wäre es halt praktisch, wenn man das Zertifikat mit auf den Stick sinnvoll speichern könnte. Ich kenne aber keine Security-Tokens, die auch nur irgendwas an Massenspeicher beinhalten. Genau, also der Einwand war, dass das Feature ganz nett ist, aber man irgendwie dieses Zertifikat mitschleppen muss und es schön wäre, wenn diese Keys, die man da hat, irgendwie noch eine Art Massenspeicher oder einen Slot, was auch immer, bereitstellen würden, um das mitzunehmen. Weil ich muss es ja mitnehmen. Ja. Genau. Sehe ich auch so. Aber kenne ich jetzt auch nichts, was das lösen würde. Noch andere Fragen, Anmerkungen, irgendwas? Nix. Gut, im Chat auch nichts. Wunderbar. Dann hoffentlich keine Lücken mehr. Alles geklärt.